Einen wunderschönen guten Tag zusammen in meinem neuen Video. Ich hoffe, ihr genießt genauso viel Sonne wie ich und ihr habt genauso viel Glück, dieses geile Wetter zu haben. Ich muss sagen, ich feiere richtig, richtig hart, dass wir gerade so ein schönes Wetter haben. Ich bin aber gerade so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht genau weiß, wenn ich hier jetzt gerade in meine Kamera da so reingucke, beziehungsweise in dem Bildschirm da, bin ich mir nicht sicher, ob ich scharf gestellt bin. Also mein ewiges Standard nach 15 Problem mittlerweile. Meine Jalousien sind kaputt gegangen. Der mir auf Instagram folgt, der weiß das. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so viel Spielraum, irgendwie die Sonne außen vor zu lassen aus diesem Video. Ich hoffe, das ist kein Problem und es funktioniert alles trotzdem. Und ja, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe richtig, richtig gute Laune und die Sonne, oh, das ist so, keine Ahnung, das ist so, als wäre mein Vitamin-D-Spiegel irgendwie hier und jetzt explodiert er gefühlt und ich habe das Gefühl, mir geht es direkt besser, sobald die Sonne scheint und Wärme und Sommerklamotten und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe gute Laune. Genau deswegen dachte ich mir, ich drehe genau jetzt dieses Video. Ich habe nämlich vor, dieses Video unter anderem, zu einer Playlist zu machen und zu einer Reihe, weil ich das irgendwie geil finde, wenn ich wirklich, statt jeden Monat nur Favoriten zu nennen, jeden Monat irgendwie, weiß ich noch nicht genau, wie ich es nenne, irgendwie so eine Rubrik mit Monats-News oder irgendwie Monats-Update oder was gibt's für Veränderungen, was war irgendwie etwas, woraus ich gelernt habe, wofür ich im Mai dankbar bin, was mich diesen Monat am meisten beschäftigt hat, meine Gefühle, meine Emotionen, was diesen Monat so passiert ist, meine neu entdeckten Leidenschaften im Mai, der Gegenstand, den ich irgendwie am meisten gefeiert habe oder das Buch, was ich nicht aus der Hand legen konnte, die Netflix-Serie, die mich richtig, richtig krass gecatcht hat, was generell so diesen Monat für eine Stimmung herrschte, was mich inspiriert hat, was ich vielleicht auch einfach besser machen könnte. Auf jeden Fall irgendwie so eine Art Monatsupdate, das total positiv ist, was lustig ist, was unterhaltsam ist und was vielleicht ein bisschen außerhalb des Rasters von Monatsfavoriten fällt. Natürlich möchte ich auch gerne Favoriten mit euch teilen, aber vielleicht auch irgendwie lustige Stories, die mir passiert sind. Irgendwelche Fauxpas, Fehler, Fails, keine Ahnung, whatever. Und vielleicht auch einfach Gedanken, die mich inspiriert haben, die mich irgendwie weitergebracht haben, wo ihr vielleicht auch dran wachsen könnt. Und einfach, dass ihr mich so ein bisschen besser kennenlernt, dass ich euch inspirierende Dinge des Monats mitteile und ihr vielleicht irgendwie auch so ein bisschen angesteckt seid und ich euch catchen kann mit Netflix-Serien, Büchern, Hobbys oder was auch immer. Genau, deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar Kategorien, euch einfach mal so ein paar Kategorien vorstellen und ich hoffe doch, dass es euch gefällt. Ich habe auf jeden Fall Lust, diesen Monat etwas Neues zu beginnen, eine neue YouTube-Tradition einzuführen und statt Monatsfavoriten oder Holz oder so vielleicht einfach Monats-News zu machen oder was diesen Monat abging oder sonst irgendwie. Irgendwie sowas in diese Richtung. Und diese Videos werden sich auf super viele Dinge beziehen. Auf die Dinge, die ich am allerliebsten geguckt, gegessen, gemacht habe, was meine liebsten Gegenstände waren, was so dieses, ja, was diesen Monat irgendwie so ausgemacht hat. Meine monatliche Stimmung. Das hört sich irgendwie falsch an. Ja, was diesen Monat in meinem Leben halt einfach irgendwie prägsam für mich persönlich war und was diesen Monat ausgemacht hat. Und ich finde das irgendwie sehr cool und inspirierend und man kann so ein bisschen mehr hinter die Fassade und die Kulissen schauen. Und ich persönlich würde das sehr spannend finden bei YouTubern, die ich irgendwie cool finde, sowas zu sehen. Weil es so ein bisschen, weiß ich, wie so ein bisschen wie Monatsfavoriten, nur ein bisschen personalisierter oder so. Falls ihr Fragen habt, die ich irgendwie mit aufnehmen soll in diese Reihe oder so, schreibt mir super gerne auf Instagram, ist auf jeden Fall alles unten verlinkt. Ihr könnt natürlich auch super gerne einen Kommentar schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf euer Feedback. Fangen wir an. Meine neu entdeckte Leidenschaft. Meine neu entdeckte Leidenschaft diesen Monat ist auf jeden Fall das Porridge. Falls ihr euch jetzt denkt, hä, pff, Porridge ist ja super langweilig, kenne ich schon 3 Millionen Mal auf Instagram und YouTube gesehen. Ja, das mag sein. Ich auch. Ich fand es aber jedes Mal irgendwie langweilig und es hat mich nicht überzeugt. Und jetzt bin ich auf eine Idee gekommen. Und zwar, mein Freund und meine beste Freundin. Alle beide haben so ein bisschen mich so in diese Richtung gekriegt, irgendwie das nochmal auszuprobieren mit dem Porridge. Und ja, was soll ich sagen? Aus einem versehentlichen Rezept wurde mein neues Lieblingsrezept. Also ich habe tatsächlich ein Porridge, was sich so ein bisschen von allen anderen Porridges abhebt, durch eine Kleinigkeit. Und falls ihr wollt, mache ich dazu gerne ein Rezeptvideo, ein kurzes. Weil ich es tatsächlich mittlerweile fast jeden Tag frühstücke, ich es unnormal feier und ich eigentlich Porridge nicht geil finde. Ich finde es halt langweilig, ich finde es wirklich einfach langweilig und nicht überzeugend und keine Ahnung, ich finde den meisten Porridges fehlt irgendwie so ein bisschen die geschmackliche Tiefe. Ja, genau und deswegen, falls ihr Lust habt, werde ich euch auf jeden Fall ein kurzes Rezeptvideo aufnehmen. Ja, genau, das ist nämlich so mein... Oh Gott, ich bin richtig gut, ich habe vergessen, wie ich es genannt habe. Meine Entdeckung bzw. neu entdeckte Leidenschaft des Monats. Mein liebster Gegenstand.
Mein liebster Gegenstand diesen Monat war auf jeden Fall die Kamera, weil ich richtig viele Sachen ausprobiert habe und mich damit befasst habe. Ich mit YouTube ja auch irgendwo angefangen habe in den letzten paar Wochen und es war auf jeden Fall mein liebster Gegenstand, kombiniert mit dem Mikro da dran und ja, wobei das Mikro, das ist nochmal eine andere Story, aber auf jeden Fall die Kamera. Mein liebster Sport diesen Monat. Inliner fahren und Fahrradfahren. Inliner und Fahrradfahren. Ich bin nämlich des Öfteren Inliner und Fahrrad gefahren und habe das so auch so ein bisschen wiederentdeckt, würde ich sagen, weil ich das jahrelang nicht mehr. Okay. Weil ich das jahrelang nicht mehr gemacht habe und ja, ich muss sagen, Inliner fand ich schon immer geil. Beim Fahrradfahren war das immer so, je schneller ich wurde, desto schlimmer war das mit Ohrenschmerzen. Ich habe da so ein kleines Problemchen. Immer wenn es super windig ist oder so, neige ich extrem dazu, Ohrenschmerzen zu kriegen. Und dann werden aus den Ohrenschmerzen unfassbar migräneartige, beschissene, muss man einfach so sagen, beschissene Kopfschmerzen, die einfach wirklich nicht erträglich sind. Und deswegen war Fahrradfahren nie so meine größte Leidenschaft. Ja. Und wenn ich jetzt gerade sage, Fahrradfahren, ja, ich glaube, der ein oder andere aus der Vergangenheit wird sich denken, never ist die freiwillig Fahrrad gefahren. Aber doch, ich habe irgendwie das Fahrradfahren für mich entdeckt, weil ich so ein paar vorübergehende Lösungen für meine Ohrenschmerzen gefunden habe. Ja, und ich tendiere auch dazu nochmal ein Video zu machen, weil ich auch von mehreren Leuten gehört habe, ey yo, was machst du denn gegen die Ohrenschmerzen? Ich kenne das. Und genau deswegen dachte ich mir, ja, why not? Video wird auf jeden Fall auch bald irgendwann mal folgen. Mein liebstes Buch ist momentan ein Hörbuch. Und zwar von Alexandra Reinwart. Ich glaube, das heißt, oh Gott. Ich glaube, das heißt, glaub nicht alles, was du denkst, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal reinschreiben, hier irgendwo unten, entweder in dem Bild oder in der Infobox, eins von beiden, vielleicht auch beides. Es geht nämlich um so ein paar Denkfehler, die man irgendwie so macht, um so ein paar Denkfallen, um so die grundlegenden Gedanken, die uns irgendwie so ein bisschen von der Gesellschaft und unserer Familie und irgendwie so ein bisschen anerzogen wurden und wie man diese Denkfallen irgendwie überwinden kann. Ja, genau, und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin noch nicht so weit. Immer wenn ich irgendwie eine freie Minute habe oder so, höre ich dieses Hörbuch, wenn ich nicht gerade etwas anderes höre, aber dazu komme ich gleich. Mein Feeling des Monats. Mein Feeling des Monats ist Aufgekratztheit. Keine Ahnung, ich merke langsam, dass mir super viele Dinge fehlen, die natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sind und deswegen bin ich so ein bisschen aufgekratzt. Ich würde gerne so viele weitere Dinge mehr tun und versuche meine Kräfte, die ich habe und die ich eigentlich in verschiedene Richtungen verteile, ja, nun mit YouTube irgendwie auszuleben. Und ja, ich habe diese innere Aufgekratztheit, dass ich eigentlich richtig viel Lust auf richtig viele Dinge habe und ich meine Kräfte diesbezüglich irgendwie anders kanalisieren möchte. Und ja, deswegen die Aufgekratztheit. Einfach diese Übermotivation und diese Kraft, ganz viele Dinge gerne machen zu wollen und dann wiederum zu merken, dass es irgendwie nicht möglich ist momentan. Und dann, ja, resultiert diese leichte, ich nenne es jetzt einfach Aufgekratztheit, durch zu viel noch nicht überall gut kanalisierte, verteilte Energie. Mich hat inspiriert. Ein neuer Instagram-Account hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Ich gucke mir unfassbar gerne die Stories an und auch die Posts. Und es geht so ein bisschen um Selbstliebe und Selbstakzeptanz und um richtig wahre Selbstliebe aus dem Innersten. Und nicht dieses typische 0815 abgeklatschte Selbstliebe-Geschwafel, sondern etwas tiefgründiger. Und ich finde es sehr spannend. Ich werde den Account hier unten irgendwo verlinken. Ihr könnt gerne drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ihr draufklicken könnt, aber ich schreibe euch auf jeden Fall den Namen und ansonsten verlinke ich euch das in der Infobox. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ja, die liebe Dame heißt, sofern ich es bisher aus den Stories herausgehört habe, Lulu. Und ich kann es euch sehr, sehr, sehr empfehlen bisher. Ich bin auf jeden Fall dran geblieben. Das hat mich besonders gefreut. Ich habe eine neue Serie entdeckt. Und zwar heißt die Eureka. Und es ist eine Stadt voller durchgeknallter Menschen, die durchgeknallte Sachen machen. Und es ist so eine Mischung zwischen süß und lustig und spannend und einfach cool und verrückt und durchgeknallt und weiß ich nicht, ich mag das. Was mich ebenfalls unfassbar gefreut hat, war, dass meine Mutter mir mein Geburtstagsgeschenk geschenkt hat und es war so süß und so, keine Ahnung, es war halt so, weiß ich nicht, zum Dahinschmelzen und richtig, weiß ich nicht, einfach was Selbstgemachtes, Schönes aus dem Herzen heraus und
Ich finde das richtig toll und ich freue mich da sehr drüber. Und liebe Mama, wenn du das jetzt gerade siehst, ich habe dich richtig doll lieb. Was mich auch sehr gefreut hat, war so ein bisschen so eine Mischung zwischen Nostalgie und zwischen Kindheitserinnerungen. Früher war das nämlich immer so, dass ich bei meiner Oma war und dann hat immer um 9:30 der Bauer geklingelt mit frischen Eiern oder mit Milch und Co. Und es war einfach, weiß ich nicht, es ist so gute alte Zeiten, wo der Bauer noch irgendwie an der Tür geklingelt hat und dann die Milch vorbeigebracht hat. Und es ist halt einfach, es ist cool. Und jetzt habe ich gerade entdeckt, dass wir hier auch einen Bauernhof machen, der dir Milch liefert und Joghurt und Käse und alles Mögliche. Und ich finde das so cool und ich nutze das sehr regelmäßig und feier das total. Ich meine, ich öffne die Tür und habe dann einfach frische Milch vor der Tür. Das ist so cool. Es freut mich nämlich total und ich feiere das total. Und es ist so, es macht einfach Spaß. Ich unterstütze dadurch regionale Produkte, habe dementsprechend ein super gutes Gewissen, mir da irgendwie Milch zu kaufen. Und es schmeckt halt auch einfach unfassbar lecker und ich bin total begeistert davon. Die nächste Kategorie ist Fail. Mein verschimmelter Make-up-Schwamm. Ich weiß nicht wieso, meine Make-up-Schwämme schimmeln alle. Ich tue die extra, ich habe schon so einen, nicht Behälter, aber so einen Make-up-Schwammständer. Da tue ich das schon drauf. Oder wenn, also jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt ist es warm, aber vorher habe ich das halt einfach immer auf die Heizung gelegt zum Trocknen mit dem Make-up-Schwamm. Die schimmeln alle, die fangen alle einfach früher oder später an zu schimmeln. Und ich denke mir jedes Mal so, ich kann mir da nicht gefühlt alle 2 Wochen einen neuen Make-up-Schwamm kaufen, nur weil die alle anfangen zu schimmeln. Ein weiterer Fail des Monats, was mich auf jeden Fall den ganzen Monat mitbegleitet, ist, dass ich die ganze Zeit es nicht geschissen kriege, die Wochentage auseinanderzuhalten. Ich kriege das mit den Vorlesungen nicht geschissen. Ich kriege es nicht geschissen, irgendwie zu merken, dass wir einen Feiertag haben. Ich wundere mich, wenn ich aus dem Fenster gucke und da noch alle Autos stehen, weil normalerweise ist es immer so, ich gucke morgens aus dem Fenster und dann sind die meisten Leute natürlich arbeiten mit dem Auto. Ich habe heute aus dem Fenster geguckt. Die Leute sind alle noch da gewesen. Ich habe mich schon total gewundert. Ich dachte mir so, hä, wir haben doch unter der Woche. Um diese Zeit gibt es doch meistens total viele freie Parkplätze. Nein, nicht an einem Feiertag leider. Ja. Und auch ansonsten habe ich heute den Schock meines Lebens bekommen, weil nachdem ich quasi gerade für mich festgestellt habe, dass wir einen Feiertag haben, habe ich mich zu Tode erschrocken, irgendwie 2 Stunden später nach dem Frühstück, weil ich mir so dachte, boah nein, verdammt, ich habe die Vorlesung heute ja total vercheckt. Und dann dachte ich mir so, ah nee, habe ich nicht, weil wir haben ja Feiertag, die ist ja erst nächste Woche. Ja, ja. Das mit den Feiertagen und das, also, ich hatte schon immer Probleme irgendwie zu merken, dass wir einen Feiertag haben. Das war schon zu Schulzeiten so. Ich als Stöpsel mit 12 Jahren oder so bin dann tatsächlich zwischendurch einfach an einem Feiertag morgens aufgestanden, bin zur Schule mit Schulranzen und allem total verpennt angekommen und dann waren die Türen einfach abgeschlossen. Bin einfach manchmal zu vercheckt für sowas. Und jetzt, wo ich nicht mal irgendwie eine Montag- bis Freitag-Routine habe, das fällt mir nicht leicht, liebe Leute. Ich habe da einfach keinen sonderlich guten Überblick. Ja. Eine Rubrik fand ich auch besonders wichtig und zwar, wofür ich dankbar bin. Dass ich für meine Familie und für meine Freunde dankbar bin, ist für mich persönlich eine Selbstverständlichkeit und ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber. Aber was nochmal so eine andere Art von Dankbarkeit für mich persönlich bedeutet, ist, dass ich unfassbar dankbar bin, dass ich gesund bin, weil ich letztens beim Arzt war und ich total die Angst hatte, weil ich irgendwie voll das Stechen hatte im Bauchraum und ich absolut nicht wusste, woher es ist. Also das Stechen trat halt einige Tage lang auf und es wurde quasi plötzlich über Nacht richtig, richtig schlimm und ich habe mich sehr erschrocken, weil ich einfach nicht wusste, was abgeht. Ich bin super dankbar, dass meine Hausärztin so eine kompetente Frau ist, die sich Zeit für einen nimmt, die sich Mühe gibt, die dich wirklich wortwörtlich auf Herz und Niere untersucht und dir einfach konkret sagt, was mit dir los ist. Ich bin wirklich super froh, dass ich einfach so gute Ärzte gefunden habe, mit denen ich so zufrieden bin, die sich Zeit nehmen und die Ahnung haben von dem, was sie tun. Und ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass ich gesund bin und dass es nichts Großes war, dass es absolut nichts Schlimmes war, nur eine Kleinigkeit und dass alles wieder gut ist. Und ja, ich finde in solchen Momenten, da merkt man wieder irgendwie, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommen sollte und dass natürlich momentan einfach, ja, die Lage sehr bescheiden ist. Einfach, dass wir einfach so viele Dinge haben, wofür wir dankbar sein können. Alleine für unsere Gesundheit und dafür, dass wir hier sitzen und uns dieses Video anschauen, beziehungsweise, dass ich gerade dieses Video hier überhaupt drehen kann. Ja, und es hat mich unfassbar dankbar gestimmt, dass ich gesund bin und ja, ich hoffe, ihr alle seid auch gesund und es geht euch gut und ihr seid dankbar für das, was wir alle haben. Wofür ich aber auch noch dankbar bin, ist auf jeden Fall für meine Badewanne und für die Kombination zwischen dem Podcast von Jack und Sam und meiner Badewanne,
weil ich super oft in letzter Zeit baden gehe, mir dann den Podcast von Jack und Sam anhöre und irgendwie das Gefühl habe, ich bade gerade total gechillt mit irgendwelchen Freunden und wir lachen und heulen und keine Ahnung. Und es ist einfach schön und es ist, weiß ich nicht, es gibt irgendwie so ein Gefühl von freundschaftlicher Geborgenheit, sich diesen Podcast anzuhören, wie gerade ja auch schon erwähnt, der ist mega, mega cool, kann ich euch sehr empfehlen. Ansonsten, was das jetzt schon mit meinem, wie nenne ich dieses Video denn? Monatsnews? Monatsupdate, Monatscheck. Monatscheck hört sich irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, muss mir da noch irgendwie was überlegen, wie ich dieses Video jetzt nenne. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Vielleicht nenne ich es auch so richtig Standard irgendwie mein Monat Mai oder so. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ja, einen schönen restlichen Monat. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wann ich das Video jetzt hochlade oder ob das schon im Juni sein wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch entweder einen wunderschönen restlichen Monat. Eigentlich wünsche ich euch das und das. Und den neuen Monat, Leute, lasst es krachen, lasst es euch gut gehen und genießt die Sonne, genießt das Wetter, genießt den Sommeranfang. Weil, Leute, es wird Sommer. Es wird Sommer. Genießt es und habt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Geht baden. Macht Dinge, die euch gut tun. Selbstliebe, typische Dinge. Und findet heraus, worauf ihr Bock habt und macht das. Das war jetzt so mein Wort zum Mai.